erstmal die Lage checken. Geh mal runter. Hoi, ich wollte nachladen. Ich hätte für eine gute Idee. Er wartet wenigstens. Ist netter als die anderen Leute. Das funktioniert doch. Ey, so war das eh geplant. Alle nach und nach. Gut, und wenn er runterfallen tut, ist es nicht mein Problem. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit mir den Kabin. Ich bin gerade auf dem Weg zum Händler, die Quest abgeben und diesmal zum richtigen Händler. Ich Idiot, bin gerade nach Jenny gefahren, um die Quest abzugeben. Entschuldigung. In der Zwischenzeit, ich habe jetzt auch über Nacht schon die Spikes hingestellt. Es hat gerade so gereicht, weil ich habe ständig Besuch gehabt. Und das war ja schon nervig. Aber ich habe es geschafft. Also die Spikes, die stehen. Und ist alles soweit repariert, was geht. Aber Eisen ist hier nicht mehr. Also ist wirklich nicht mehr. Also habe ich jetzt alles verbraucht. Betonmischung ist auch nicht mehr. Ist aber schon in der Mache. It is so wie es. Altet übliche in 7 Days. Gebt doch keine Bugs. Wer was der. Wer sowas erzählt, der lügt. 7 Days und Bugs. Das ist ja wie Eis und kalt. Moment mal, das passt zusammen. Warte mal, ich mach mal. Hast du gerade hier räuspert? Das bringt Kohle, aber das könnte ich auch. Ach, wisst ihr was? Scheiß drauf. Bis jetzt interessiert das auch ja nicht. So. Das erledigt. Nächste Quest. Gleich her mit dem Ding. So, 1 Kilometer und 3 Kilometer. Dann nehmen wir doch lieber die 1 Kilometer, also 1,8. Ich hoffe, dass das keine Schule ist. Boah, das Gute ist natürlich, ich habe die ganze Zeit die Fenster auf. Alter, das klappert bei mir. Das ist, schön ist das. Also, bis gleich. So, wir haben unser Ziel erreicht und wer hätte es erwartet, es ist schon wieder eine Schule. Ey, krieg eine Krise. Das ist genau das, was ich letztes Mal gesagt habe. Und deswegen wurde diese Quest, die wurde mir nämlich auch nicht auf der Karte angezeigt. Ich werde das mal schnell hier durchreißen, weil das ist Blödsinn, ist das. Das ist ja totaler Schmuh, ist das. Also, ich reiß mal hier durch und wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich auch, Villa. Alle, die schafft. Hab mir natürlich eine Schreithose angelacht, aber hey, ich habe alles geschafft, so wie es sein sollte. Ja, 1-2 Bücher habe ich bekommen. Aber nicht das, was ich mir erhofft habe. Erstmal hier schnell Tabula Rasa machen, hier ein bisschen Platz schaffen. Ich glaube, die hat auch geschrien. Bin mir nicht so sicher.
Es könnte sein, dass ich ja ein bisschen laut war. Aber bloß ein bisschen. Na gut, wir versuchen mal den schnellsten Weg nach draußen zu finden. Und das ist durch die Tür. Und wer ist da? Schreitose. Das ist nicht die einzigste. Bitte, ich sollte mal nachladen, wa? Aber ich hab das Gefühl, dass wir gleich Besuch bekommen. Hab ich noch ein bisschen Munition? Ich hab so ja noch ein bisschen Munition. An die habe ich ja überhaupt nicht mehr da gedacht. Ich glaube, das wird Zeit zu verschwinden. ja, also das ist anstrengend. Wenn man eh nur dieselbe Quest machen muss, das ist schon nicht so schön. Das Dumme natürlich ist natürlich auch, ich habe jetzt auch 1-2 Munition verbraucht. Das ist natürlich jetzt richtig doof. Weil ich natürlich hier volle Möhre durchgezogen habe. Aber hey, das ist jetzt so nun mal, ne? Oh, da ist immer Götterspeise unterwegs. Vielleicht sieht er uns ja nicht. So, dann nimmt man ja schnell die Quest ab. Moin, Jens. Keine Zeit, Junge. Ich muss mal ganz schnell weg. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht nochmal kriege, denn rastig aus. Ja, ja, ich weiß, du kriegst gleich was. Du bekommst gleich was. So, wir haben unser Ziel erreicht. Diesmal bin ich hier richtig bei Jen, aber ich muss erstmal was trinken. Der ist schon wieder. Gut. Ich hab den auch hart rangenommen. Ja, ja, ist doch gut. Nee, nee, Rezept nicht trinken. Das war bloß noch hier dieser kleine Putzel. Naja, gut, ne? So, munitionstechnischerweise. Ach, du Kacke. Der trifft das ganz gut. Naja, dafür konnten wir wieder ein paar Rezepte von der Liste streichen. So, gucken wir, was wir jetzt kriegen. Bohrer? Wow, I did. Have you got the Dukes? I'll nee, eine schlechtere Schrotze. Naja, toll. Das ist ja richtig super, ist das da. Ach, Mensch, Mädel. Nee, Aufgaben will ich jetzt von dir nicht. Ich will irgendwas zum Trinken. Nee, das ist ja Waffe. Da. Ja, hä? Was war jetzt noch mal Nahrung? Thanks for letting me take care of you. So, ja, ja, ist alle gut, Mädel. Alle gut. Oh, Alter, Nahrung war ja auch fast runter. Na, wenn ich was mache, dann mache ich es richtig. So, Essen und Trinken wird aufgefüllt. So muss es sein. So. Ja, ja, Junge, du kriegst doch gerade was. Chill mal eine Runde. Hab dich mal nie so. So, nächste Quest. 4er-Quest. Zack, zack, zack. Alter, 2,5 Kilometer. Und bitte keine Schule. Ich kann jetzt nicht noch eine Schule vertragen. Aber nee, das ist in diese Richtung. Ja, es sei, da ist auch eine Schule. Naja, also, bis gleich. So, da sind wir. Ich habe Ziel erreicht, also fast erreicht. Wir müssen da hinten wahrscheinlich. Nee, die Fabrik? Es könnte die Fabrik sein. Also hier, Baugelände. Hochhaus. Ist das auch? Zwar das Falsche. Also nicht mein Wunsch, aber. Oh, schön. Eigentlich wollte ich ja darin. Oder darin. Aber das würde zu lange dauern. Gut, aber mal was anderes. So, wir müssen erstmal die Lage checken. Ja, was, was? Oh, da ist ja einer oben drauf. Jetzt ist ja schon besetzt. Das wusste ich nicht. Es tut mir leid. Was denn los? Alter, ist hier voll der Begegnung.
Oh, oh. Geh mal runter. Nein, ich wollte nachladen. Ich hätte für eine gute Idee. Jetzt nachladen? Schnell? Aber das lässt sich gut kontrollieren. Also ich sag mal, oh, es wird gleich rumsen, ne? Zu spät. Und da hat der Bums gemacht. Der lebt ja noch. Jetzt nicht mehr. Ich glaube, jetzt müsste ich runter können. Erstmal. Na, Buben und Mädels. Schafft das? So, warte mal, das wird so nicht funktionieren. Zappt ihr nie so rum. Ich treffe euch sonst nicht. Da ist Loot gefallen. Ich richte. Boah, Alter, das kostet doch jetzt schon Munition ohne Ende. Boah. Und wir sind noch nicht mal oben. Hast du ein bisschen Wasser? Was? Wo kommst du denn her? Mensch, Junge. Ein Tresor und keine Dietriche. Doch, habe ich nur ihn. Ihn, wa? Naja. Ich habe ja noch 117 Schuss plus 7 in Lauf. Was soll da schief gehen? Hallo. Dit wart. Also die altmodische Art und Weise. Achso, ich müsste mal die Uhr aktivieren, wa? Ich hab das ja vorhin in der Schule pausiert. Halt mal, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Ach, war da was zum Trinken mit bei? Ach nee, das ist Honig. Na gut, ist aber dickflüssig. Aber trinkbar. Ich glaube, der trinkst du bloß eh mal, wenn du Durst hast. So, bitte. Ist halt nicht. Ja, ich weiß, ich sollte nicht alle mitnehmen. Aber warte mal, das sind doch. Was habe ich denn jetzt für Handschuhe? Gelbe. Grüne sind besser. Siehst du? Hat sich doch schon gelohnt. Schwupp ist die Rüstung schon mal einen Ticken besser. Du willst mich verarschen, oder? Es könnte sich um 10 Stunden verzögern. Ja, vor allen Dingen da oben, glaube ich, sind ja auch Piepmatze und Ferale und so. Ach, stimmt ja, da oben ist ja so ein Labyrinth, ne? Ich hoffe, dass da nicht Ferale sind oder so. Ich bin feral technischerweise ja nicht ausgerüstet. Also nicht mehr. Oh, eine Pistole. Eine Pistole ist sehr, sehr gut. Weil dafür habe ich nämlich noch Munition mit bei, wollte ich gerade sagen. Was, was, was? Kommst du hoch? Geh mal wieder runter. Keine Fahrkarte. Alter, ich brauche für die Knüfte unbedingt Munition. Munition, sieht das aus wie ein Munitionsspiel? Na gut. Toller Mischer. Mischer. Aber ich sag mal so, hier unten müsste ich eigentlich alle Zombies erwischt haben, ne? Sagte er. Das sollte ich nicht machen. Die sollte ich für da oben sparen. Siehst du, wie ihr sagt, in Desert Eagle, andere Farbe, könnte ich mal langsam hier brauchen. Das würde die Sache hier ganz schön einfach machen. Also, einfach her. Ein wenig einfach her. Das hört sich falsch an. Ist schon ein bisschen einfacher. So. Gut, ich muss jetzt hier hoch und dann Parkour und dann zack, Bums. Kann ich. Krieg hin. Okay, das üben wir nochmal. Hey, da ist eine Tasche. Loot. Ich werde so drauf gehen, Alter. Ein paar Verdurstung. So, gut, ich hätte auch da hochgehen können.
Ja, warum einfach machen, wenn es auch kompliziert geht? Gut, nachgeladen ist. Ich geh nochmal runter. Jetzt sind eh zwei Zombies. Da sind gerade die Buchstaben vorhin. Ich glaube, das sind meine. Hier, geht mal wieder hier rüber. Kommt da wieder rüber. Ihr kennt doch den Weg. Geh mal wieder runter. Er lebt ja noch. Jetzt nicht mehr. Jetzt sind ja ganz schön viele Zombies. Zum Glück rennen die nicht alle. Ich glaube, jetzt mag ich das so, ja. So, warte mal. Den werde ich mal die Rübe wegzwirbeln. Bei ihm genau dasselbe Spiel. Und du kommst auch noch ran. So, jetzt ist noch einer da. Den krieg ich so weg. Weil er ist nämlich nicht der hellste. Na? Hängst ein bisschen eine Patsche, wa? Ich helf dir raus. Er ist raus. Ich hab nicht gelogen. Moment mal. War da nicht was? Okay, denn doch nicht. Kapitän. Ja doch, so geht das ja auch. Oh, Parkour, ne? Wie gesagt, das könnte 1-2 Sekunden dauern. Alter, und wenn da oben Spucker ist, Alter, und Virale. Na, das kann was werden. Ich auf engen Raum. Wer könnte das glauben? So, da lang, linksrum. Ey, Benzin. Sag mal, habe ich nicht irgendwas vom Wasser gesagt? Sollte ich dort das mal öffnen, ne? Einen Klo. Und Munition. Das ist doch. Ich weiß zwar nicht, warum sie da Munition drin bunkern, aber das sollte mir erstmal egal sein. Warte mal, ich kann die jetzt reparieren. Ich habe jetzt ein bisschen Ruhe. Kann ich das tun? Ich hab was zum Trinken. Ist das nicht krass? Warte mal, ich mach mal hier den ganzen Jelump clean. Jelump sagt er. Schon mal in den Inventar geguckt. Ich hab grad eine Idee. Ich weiß nicht, ob die funktioniert. Ihr könnt ja rein theoretisch denn von oben Mollys rüberschmeißen. Lass ich erstmal. Ich wusste, ich hab dich gehört, Geier. Meier. Man kann's übertreiben. Aber zum Glück bin ich gut, ausgestattet. Ich staune, ich habe getroffen. Wie ist denn das passiert? Also ich meinte da, wo die Kugeln auch hin sollten. Naja, gut. Oh, Benzin. Da haben wir, wie gesagt, auch ein kleines Problem. Wegen zurückkommen. Hallo? Ja, erst bei ihnen den Schwung gekriegt. Hallo? Er wartet wenigstens. Ist netter als die anderen Leute. Seh nicht. Die gute Munition jetzt schon. Ich glaube, da ist einer runtergefallen. Und da ist noch einer runtergefallen. Ja, so ist das nun mal. Ups, warte mal kurz. So, der ist schon mal weg. Achso, der ist gestorben. Also der ist runtergefallen und tot gewesen. Apropos tot, das sehe ich jetzt gerade, da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Da sollte ich mich mal drum kümmern, ne? Solange ich jetzt noch ein bisschen Ruhe habe. Das hätte ich eigentlich sparen können. Also noch erstmal richtig hinsetzen. So,
Das ist okkuriert. Also erstmal. Ich lad mal nach. Und da wäre nur eins, wie Zombies kommen. Ach Mensch. Naja. Wie gesagt, ich hab's mir ausgesucht. Wisst ihr, was das Schlimmste wäre? Wenn ich das bis oben hin schaffe und dann irgendwo über Ziel hinaus stoße und dann sterbe. Das wäre... Würde ich nicht so cool finden. Aber ich würde das hinkriegen. So, warte mal, hier ist... Oh, Alter, hier ist so viel Zement. Ja, gut, was soll ich jetzt mit... Ja, okay. In der Not frisst der Teufel fliegen, ne? Ich glaube, ich könnte es ja eins wie mal anwenden. Ich Idiot, und ich hab ihr diesen Tee verbraucht, der eigentlich dafür gut ist. Alter, 40 Schuss noch. Also mit der Knüfte. So, und ich gehe mal wieder zurück. So, ne? Seh mal zu, wie du rüberkommst. Mit könnten ihn zwei Zombies kommen. Oh. Der hat es ja doch geschafft. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Haha. Oh, da kommt schon mal nichts. Aber ja. Und damit dir. Das funktioniert doch. Ey, so war das eh geplant. Alle nach und nach. So war mein Plan. Warte mal, kann ich noch eine Tablette nehmen? Nö, warum denn auch? Da ist eh noch runtergefallen, wa? Da ist Munition. Muss nochmal runter. Bringt alles nichts. Ich hab sie nie gesehen. Aber ich brauch sie doch. Da ist eine Tasche. Ey, na, Dude? Und wir sind wieder unten. Aber so kann ich denn auch noch. Wasser. So kann ich denn auch noch Wasser. Ja. Das mache ich mal kurz weg, aber ich kann jetzt, glaube ich, eben Tablette nehmen, ne? Ja. Na. Naja, lieber es eins wie immer noch öfters runter und dann wieder hoch als oben und dann tot. Ich glaube, der kommt schnell genug. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Schon wieder eine Schreitose. Eine Schreifrau. Nur am Schreien, die Frau. So, dann kann ich so ja noch eine Tablette nehmen. Bis wir da sind, wo wir eh waren. Hab ich da rein geguckt? Ja. Na, wie gesagt. Nichts überhasten. Alles braucht seine Zeit. Schmackofatz. Schiebe ich mir mal jetzt hinter. Das brauche ich nicht. Das... Ach. Ach komm, was soll's. So. Gut, das haben wir hier durch. Bis zur nächsten Etage, da waren wir. So, die müssten ja jetzt alle weg sein, ne? Da bin ich mir nicht so sicher. Aber ich glaube, das werden wir gleich rausfinden. Warte mal, du hast doch noch eine halbe. Achso, das hält noch eine Weile. Gut. Ich lad mal nach. Das ist, wie gesagt, ganz schön munitionsintensiv.
Ich nehme mal die schnelle Knifte. Wie gesagt, ich traue der ganzen Chose hier nicht. Und warum krieg ich hier eigentlich bloß Gläser? Und da oben geht dann die Polter los. Glaube ich, mich dran zu erinnern. Kann ich schon wieder? Ja, immer diese Junkies. So, da ist schon mal, wird angezeigt. Kann ich den so wegschnitzeln? Schnitzeln? Das ist das richtige Wort. Weil er wird ja so oder so... Zum Glück ist ihm das passiert und nicht mir. Oh, Alter, vor allen Dingen jetzt... das ist genau mein Ding. Na gut, dass ich kein Holz mit bei habe. Warum denn auch? Ist ja... Aha. Vor allen Dingen ist es ein weiter Weg nach unten. Warte mal, jetzt aber Tablette. So, das letzte Wasser. Oh, oh. Ja, ja, warte mal kurz. Ich hab doch noch, ja, ich war doch noch ja nicht drauf vorbereitet. Scheiß Vieh. Verdammt nochmal. Ich hasse die. So, warte mal. Müsste die doch eigentlich... Hoch von der... Nee, kann ich nicht. Also. Meine Tic-Tac. Rüber, zurück und wenn wir Glück haben, überleben. So, kommt. Es kommt wirklich bloß eine? Okay. Jetzt kommen sie. Aber ist kein Spucker, ist jetzt. Gut, und wenn er runterfallen tut, ist es nicht mein Problem. Er kloppt da. Tut das mal nicht. Das Ding ist empfindlich. Vor allen Dingen, wenn ich doch stehe. Ey, na du? Alter, der ist aber mobil. Kommst du mal da runter? Warum sägen jetzt da auf einmal Zombies? Ist hier noch ein Vogel oder so? Jetzt sind so ja noch zwei, wa? Oder das ist einfach bloß einer, der aufgeregt ist, genauso wie ich. Aber ich glaube, eigentlich müsste das alles gewesen sein, ne? Ja. Ich glaube, das war auch alles. Da oben sind keine bösen Zombies mehr drauf. Sag ich jetzt einfach erstmal so. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich hier hochkomme. So schon mal nicht. Macht das doch nicht komplizierter, als das ist. Ey, da ist Pipi. Erstmal Piepsi. War das jetzt alles? Alter, hab ich ein Schwein! Komme ich jetzt daran vorbei, ohne selbst Schaden zu nehmen. Aber da wird doch noch was angezeigt. Ist doch noch nicht alles. Ach so, die sind da. Echt jetzt? Oh, wartet mal kurz. Muss die noch entschärfen.
Die sind noch ganz unten. Alter, bloß nicht so weit springen, Karbin. Das ist eine explosive Sache hier. Nicht exklusiv, sondern explosiv. Haha. So, und jetzt stellt mir mal kurz die Frage, für Leute, die jetzt schon etwas länger zuschauen. Hey, ich habe da endlich das Rezept gefunden. Ich habe hier damals, ist schon eine Weile her, mit einem Bazooka hochgeschossen. Ich wusste nicht, dass hier oben Fässer stehen. So, und im Nachhinein, so viele Fässer stehen hier oben nicht. Wie viel Pech muss man haben, denn hier oben Fass zu treffen? Das ist doch ja nicht möglich. Weil, wie gesagt, das explodiert. Und wenn du jetzt so gucken tust, so viele Fässer sind hier nicht. Alter, Munition. Ist ja krass. Warte mal, das mache ich mal kurz clean. Die kann ich auch clean machen. Was soll ich denn damit? Ist auch geil, dass ich jetzt noch Munition finde, ne? Schmackofatz? Ja, kann ich nie clean machen. Scheiß drauf, ich werde das wegschmeißen. Ich sag mal so, wir werden hier noch Quest noch bekommen. Ich glaube, das spielt kein Walzer. So, warte mal, dann nehme ich das Stahl und würde mal sagen, dass ich da noch die Mod drin knalle. So. Siehst du? Passt doch alles. Es passt alles, wenn man will. Und ein Bohrer? Fast. Ich glaube, ich kriege keinen Bohrer. Nicht mehr in dieser Staffel. So, warte mal. Komm. Weg damit. So, das habe ich, das habe ich. Da ist noch Medizin. Ich würde mal sagen, dann haben wir hier alles. So, würde ich jetzt mal behaupten. So, das ist Stahlwerkzeug. Das kann weg. Das kann weg. Habe ich hier noch irgendwas aus Stahl, was ich jetzt so nicht brauche? Komm, die Ene macht weg damit. So, na gut, dann werden wir die letzten Zombies killen und dabei sterben. Ich glaube, genau so würde passieren. Ich hoffe, dass ich die Zombies finde. Hätte ich doch wegmachen können, ich hält. So, dann nehmen wir mal kurz hier. Ah, da haben wir doch schon jemanden. Ich habe gedacht, die habe ich weggemacht. Okay, jetzt ist er weg. So, und jetzt ist da noch jemand. Jetzt müsste aber mit der Schrutze machbar sein. Ach nee, da ist noch eine Stufe weiter unter. Unter mir. So, da ist auch noch was. Yep. Ich wusste es. Und wenn ich das wusste, warum mache ich das da? Ich bin nämlich hier schon mal reingefallen. Und wisst ihr, was das Dumme noch daran ist? Genauso wie jetzt habe ich kein Holz mit bei. Ja, ich könnte, das wäre aber auch dumm, auf diesen engen Raum jetzt irgendwas sprengen. Alter, ich krieg nicht. Ey! Ne, oh, das ist so. Ist eine Ratschekabin. Alter, warum bist du so viel riecht? Weil die auf Orange ist. So, jetzt muss ich bloß noch gucken. Wie gesagt, wie ich jetzt hier rauskomme. Hey, da ist ein Motor. Da ist ein Motor. Er hat einen Motor. So, Schmelze. Braucht ich sowas? Nicht. Nimm das mal mit. Na komm, weg damit. So, jetzt muss ich hier irgendwie raus. Ohne Holz. Naja, zum Glück habe ich meine Picke mit bei. Pass auf, ich baue das jetzt ab und dann stürze ich in die Tiefe. So, da bin ich auch. Will er? Ja, im Nachhinein ich hätte hier auch den Rahmen wegkloppen können. Das ist ja hier Holz. Ja, hätte ich mir denken können.
Naja. Nee, da kloppt er sich erstmal hier durch. Naja, gut. Ist mir zu spät angefallen. Muss ich mitleben. So. Und ich kann damit leben. So, jetzt muss ich hier erstmal runter und dann nehmen wir die Quest ab und dann machen wir heute Feierabend. Also, ich brauche eine Pause. Wo bin ich denn jetzt? Wo muss ich denn jetzt schon wieder hin? Da könnte. Das sieht da aus, als ob ich hier lang gehen kann. Und wenn nicht, ich tue trotzdem. So. Ja, eh, Newton hatte. Wir haben auch wieder Benzin. Alter, ich habe schon mal gedacht, hier, wo ich. Das Wasserwerk hätte ich auch hier nicht gehabt. Ach nee, das ist eine Schule. Ist ein Spielplatz. So. Ich habe jetzt gedacht, das ist eine Schule. Beine überziehe hinaus. Ah. Wir sind unten. Ziel erreicht. So, Quest abgeben. 900 Meter Entfernung. Ist ja um die Ecke. So, jetzt habe ich nämlich das Problem, wie. Jetzt muss ich erstmal kicken, wie ich zurückkomme. Weil die Brücken waren alle kaputt, wo ich hergekommen bin. Ich höre eine Schreitos, ich muss weg. Die hat mir neu gefehlt. Ja, du mich auch. Schaffe ich das mit Anlauf darüber? Ich sag mal so, das Auto ist ja leer. Wie ihr seht da, die Brücke ist nämlich nicht mehr intakt. Ich glaube nicht, dass ich darüber springen kann. Ich versuche es auch ja nicht erst. Das wäre dumm. Hau ab, du alte Fledermaus. Na gut. Dann nehmen wir mal die Schose ab und dann fahre ich mir nach Hause. Also uns, wir, uns. Ja, whatever, whatever. Und dann, muss ich die letzte Munition sparen. How are you? So, wehe, das lohnt sich nicht. Hast du ein Schwein, dass ich zu erschöpft bin, gerade mich verbal zu äußern? Ach, du bist schon ein Flitzpieper. Ich sage dir. Naja, gut. Dann dreh ich ihm das hier an. Dann krieg wenigstens eins wie Geld. Das ist auch schön. Ah, einen Motor habe ich ja auch bekommen. Und einen Schrauber auf Orange. Oh. Thank you, Survivor. Naja, hier hast du einen Stein. Kannst dran lutschen. Sind Mineralien. Na gut, Leute. Ich würde mal sagen, Mission gut, gelungen. Patient tot. Wir sehen uns morgen, Villa. Dann machen wir den Rest so ein bisschen Munition. Müssen wir ein bisschen buddeln. Also ich habe jetzt zwei Munition mehr verbraucht, als ich haben wollte. Aber müssen wir noch ein bisschen Munition machen, weil ist ja bald Horde 6. Und da wird zwei Schuss drauf gehen. Also wer mich kennt, der rechnet damit schon. Also bis dann, haltet die Ohren steif, ich bin raus. Tschüss.